Salli Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess, wieder mit Jaden. Hallo! Also, wir haben jetzt dieses Rätsel geschafft. Das war extrem schwer. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde dran gesessen. Ja, wie das jetzt war, zeigen wir auch jetzt halt leider nicht. Wir haben nämlich jetzt nicht die Nerven, das nochmal zu machen. Ja, wir machen halt das ganz einfach mal weiter und versuchen zum Boss zu kommen. Der, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist eigentlich gar nicht mal mehr so weit entfernt ist. Ja, wenn ihr jetzt wisst, was ihr machen müsst, wäre es sogar noch besser. Jo, das würde ich auch mal sagen. Wir springen einfach rüber, oder? Okay. Und gehen dann durch die Tür. Die sich jetzt auch geöffnet hat, da wir dieses Puzzle gelöst haben. Was echt nervig war, weil wir irgendwie einen ganz groben Denkfehler hatten. Ja. Ah, ist jetzt lustig. Autsch. Für die auf jeden Fall. Ja. Au. Darek. Jawoll. Drecksau. Nur noch das eine Teil der Morgenstern. Nee, es wäre zu einfach. Jawoll. Ha, das war ja einfach. Ah, jetzt dadurch. Genau. Oder? Ja. Ich glaube fast schon ja. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Gute Frage. Ich mache das einfach mal auf. Da ist wieder so ein Typ. Was ist das für ein Viech? Mal wenn die Grafik mal ein bisschen besser da wäre. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Da kriegen wir jetzt den Schlüssel, wenn das richtig ist. Geil. Das dürfte sein. Ja. Wenn es jetzt da der Schlüssel ist. Jawohl. Gut. Oh, guck mal das Bild an. Das erinnert mich wieder an irgendwas. Ist das die Bergruine? Puh, kann gut sein. Was sind das für Gemälde? Gemälde, die auf jeden Fall was ist das bei einem Remake viel besser aussehen müssten. Ja. Aber das Vieh kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ist das wie ein Ritter oder so in hässlicher Montur. Oder das Vieh aus dem Geistertempel. Zum Beispiel. Ne, aus der Wüstenburg. Nee, ernsthaft, was sind das für Monster? Halt eben. Ja. Boah, wenn ich das wüsste, das sollte man mir in die Kommentare schreiben, aber kannst du eh nicht lesen, nachher kein Google Plus hab. Und trotzdem werden sie mir... Lesen kannst du schon, du ja. Nicht antworten. Ja, ich weiß, mache ich ja immer per privater Nachricht. Ja. Okay. Wenn das überhaupt denn auch noch geht. Ich hab schon irgendwie keine ja, gekriegt. Ja, geht noch. Also bei mir ist ja mein Posteingang weg. Was? Doch, der ist doch da, irgendwie ganz versteckt. Ja eben, ich kann mal drauf auf den zugreifen. Nicht? Nö. Komisch. Scheiß Google Plus. Ja, sowas von. Sogar die kleinen YouTuber müssen sich drüber aufregen. Ja, die Großen, die können ja machen, was sie wollen. Zum Teil. Okay. Nicht wirklich. Naja, aber schon ein bisschen. Die haben trotzdem mehr Macht. Also was das anbelangt, da hat kein YouTuber eine Macht. Wie soll man sagen, sie können eigentlich viel besser und viel effektiver Massen formieren, um gegen was zu kämpfen, weil ja, sie... Ja, klar, aber es interessiert sie ein Scheißdreck, weil sogar der Besitzer, nicht Besitzer, der Erfinder von YouTube hat gesagt, dass es bescheuert ist. Weißt du, was mich aber am traurigsten, viel am meisten Trauer bereitet? Einer der führenden Köpfe ist ein Deutscher. Ja. Bin ich traurig, dass er dagegen nicht ankämpft. Tja, der alleine kann dann nichts ausrichten. Ja. Für alle, die irgendwie mal in die Google-Zentrale eine Bombe reinschmeißen täten, ihr könnt unter Google die Adresse finden. Nicht ganz, aber
Naja, man kann erst rausfinden, dass die jetzt glaubt, irgendwo in Amerika gab, in Florida oder so. Muss selber mal gucken. Florida, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei Google Maps sieht man sie aber nicht. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Ja. Also wo YouTube die Zentrale aus also YouTube jetzt speziell ist, weiß ich nicht. Aber in Südamerika. Südamerika? Hat Google, ein Vorposten. Ein Posten, ja. Boah, Alter, das kotzt mich langsam an! Ich glaube in Rio de Janeiro. Da haben sich nämlich die Leute darüber beschwert, dass da immer Google-Busse fahren. Okay. Ja, für die Angestellten. Dass die kostenlos da rumfahren dürfen. Aber die und die auch noch kostenlos Essen bekommen und dann auch auf den Bussen so riesengroß Google draufsteht, damit jeder weiß quasi, dass es Google ist. Und die mussten halt eben für alles zahlen und alles und die Google-Mitarbeiter nicht. Oh Gott. Und dann, ja. Toll, da brauchen wir eine Kugel. Okay, wo die ist da, bitte. Ja, von da drin, würde ich sagen. Ja, okay. Von da? Genau. Da ist auch eine Kanone im Übrigen. Ja. Wofür haben wir aber keine Munition bekommen. Ja. In der Tat. Wo ist denn die Munition her? Keine Ahnung. Naja. Oh, der Vier. Der Trottel. Oh, der hat mir gesehen. Tschüss. Komisch. Vielleicht da im Käfig drinnen. Nee, ich glaub, komm. Wenn denn unten. Oh. Ah. Oh. Oh je, das wird nervig. Ernsthaft. Von da hinten die Kugel herzuholen, ist doch nervig. Nö. Doch, so weit ein Weg jetzt. Ja, wir brauchen ja nur einen, den können wir ja für immer verwenden. Ja, aber trotzdem ist das doof. Aber das ist schon echt eine geile Idee von denen gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen den Boss auch noch in dem Part, wenn es reicht. Wird knapp, würde ich sagen. Es wird dann so mach ich halt 20 mal Minuten Folge und dann dafür Boss. Mal sehen. Ja, komm, es reicht. Oh, ich hab die Hügel vergessen. Hä, achso, da. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Boss eigentlich auf die Fläche ist. Ja, dann ist auch was anderes. Also ist das nicht die Welt. Vor allem, wenn wir jetzt gleich geheilt werden, für den Fall, dass in dieser Kiste da jetzt eine Truhe ist. Ich meine, also eine Kiste, ist. Eine Truhe drin? Nein, das meinte ich jetzt nicht, das hast du falsch verstanden. Halt, musst du jetzt da rein und da ist durch. Ja, in dem Fall schon, oder? Okay, und wie kriege ich jetzt das Herzteil her? Gar nicht da in dem Fall. Das Herzteil? Da bist du schon lange dran vorbei. Ich weiß, ich krieg's wohl nicht. Etwas. Boah, oh, Idiot. Bescheuert. Vielleicht hat's. Leck mich. Dreh das Teil einfach erstmal. Ja, das will ich ja. Da muss mich nicht immer so anschreien. Ich hab noch nicht mal geschrien. Ja, da war ich mir ganz nervös. Hetz mich nicht, heißt das. Und ich schrei mich nicht an. Das ist ein Unterschied. Mir scheißegal, du machst mich nervös. Das ist keine Dulde. Ja, du kannst gar nichts dulden. Ja, was? Meine Nerven sind blank seit 3 Wochen. Was war da? Naja, ich hatte immer die Aussicht, dass ich endlich mal bald keine Arbeiten mehr schreiben müsste. Aber immer wenn es aussah, als wäre jetzt endlich die letzten Arbeiten geschrieben, kamen wieder neue drin. In den Ferien? Nein, nein, nicht in der Ferien, aber seit Schul wieder beginnt. Ja, okay. Oh. Dann muss ich dir was sagen, und zwar nächstes Jahr in der 10. Ich weiß. Und nach den Ferien können wir auch wieder arbeiten. Ich weiß. Jetzt weiß ich warum immer gesagt wird, dass die Ferien manchmal die schönste Zeit sind. Natürlich sind das die schönsten Zeiten. Ja, ich weiß ja warum. Vor allem, weil ich da bis 16 Uhr schlafe.
Okay, der Trottel ist auch weg, hier kommen wir da durch. Aber wir können gerade da lang. Was denkst du, wie toll das ist? Naja, 16 Uhr schlafen. Das ist über Lebensverschwendung. Lebensverschwendung? Ja. Ich schlafe nur 12 Stunden dann. Such mir mal was sagen. Desto mehr du von der Ferie mitkriegst, desto länger hast du ein Gefühl, dass du Ferie gehabt hast. Und ja, desto weniger stressanfälliger bist du dann, wenn die Schule wieder losgeht. Weil du weißt, dass du lange Zeit eine Ferie gehabt hast. Deswegen stehe ich auch schon um 9 Uhr auf. Ich bin heute schon später aufgestanden. Halt, wir haben den Bossschlüssel noch nicht, gell? Ja, dann musstest du auch unten rein, gerade in die Türe so. Oh. Ja. Ergibt Sinn, oder? Katze. Guck da. Okay, weil auch voll tut, der Stab ist voll drin. Oder halt, das ist die Kathedrale. Das finde ich auch. Oh, jetzt muss ich mir heilen, jetzt muss ich schnell heilen. Da ist auch ein roter Punkt, deswegen, verstehst du? Ah, kein Scheiß, Pflichtzähne. Ja, okay, es läuft mir gerade um heilen und dann muss ich noch mal zurück und mir so eine Suppe holen. Gut, da ist der Pflichtzähne gibt. Ich kenne Spiele, in denen man sowas eiskalt übersprungen hätte und nicht mehr wusste, wo man hin muss. Geil. Okay. Ich bin schon öfters passiert. Und dann geht's los. Meine Eisenkugel, oder? Ich dachte, scheißegal, ich war's mit Schwert. Link, hol das Schwert aus der Scheide. Autsch. Noch Idiot springen oder? Okay, wir sind's nur 4. Alter. Oh, die haben es alle nicht geschafft, du dachte Opfer. Du hast nur ein Herz verloren. Ja, was? Das ist gut, du hättest dich gar nicht einmal heilen müssen. Ich hatte nur noch 2,5. Ja, siehst du, jetzt hast du 1,5 gehabt. Das hat mich mal genervt. Eigentlich der Herzschlüssel. Ja, ja, mir ist das egal, Mann. So, okay. Soll ich noch mal Getränk holen oder soll ich ab in den Bosskampf? Puh, ich bin für Getränk holen und Boss machen. Okay. Aber erstmal Boss machen. Okay. Oh, da fehlt die eh schon. Oh mein Gott, dass dir das passiert ist. Ich habe mir nicht von der Suppe gegessen, die meine Mann gemacht hat. Seitdem ich mir die Suppe gegessen habe. Das ist eine gute Frau. Ha. Boah, Alter, ist die langsam. Hey, die ist fett. Jetzt wollte ich hier eigentlich die ganze Let's Play über auch sagen, aber ich hab mich nicht getraut. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber die rollt bergauf. Ja, wie soll ich sagen? Guck, sie rollt bergauf. Ja. Da fällt mir auch wieder so ein verdammt guter deine Mutter-Witz ein. Ja. Deine Mutter ist so fest, sie sucht Cheats für Wii Sports. Für was? Für Wii Sports. Ah. Das wär's noch. Oh ja! Nein, ich werd ernsthaft. Und drückst du so A, B, A, B, plus, minus. Und dann hast du so 10.000 Punkte bei Baseball, 12 Homers und so. Und bei Tennis hast du dann so eben mal 20 Siege. Ah, endlich Bosskampf. Dass sie überhaupt keine Arme hat, würde ich auch schade. Hier ist der, schau ihn dir an. Sieht doch der Boss oder wie? Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Die wird tatsächlich der Boss. Geil. Läuft.
Pass auf, die überrollt dich. Klar. Autsch. Verdammt. Das ist nicht so gut. Jetzt. Das ist unfair. Du bist einfach nur zu langsam. Ja, ich hab da so ein fettes Ding, ey. Ich hab auch ein fettes Ding. Und jetzt bin ich langsam? Nein. Ah, ich war fertig mit der Nerven und jetzt. Tschüss. Toll, noch 5 Herzen, scheiße. Die E tut dir gut, ja. Sie wird schneller. Tschüss. Oh Mann, oh. Oh nein, der wird das heftig, der Kampf. Immer größten Wahnsinn, diese Frau. Ja. Nein! Mach doch das Scheißding einfach weg! Gott im Himmel! Oh Gott. Ah, ein Herzle, ein Herzle. Gib dir scheiß Herz doch mal her! Ha, so eine Hure. Nein! Renn! Oh Gott. Eine Frage, wer von euch zwei ist die Frau? Mir doch scheißegal. Auf das Ding. Nützt nix. Oh Gott. Jetzt ein Ding werfen müssen. Herze! Zwei Stück sogar. Die müssen auf jeden Fall alle weg. Beziehungsweise so, damit ich eine gute Chance habe. Ich bin voll der Cheater. Ein Herzle. Okay, jetzt nur noch zwei. Das reicht mir. Und jetzt komm. Na, endlich. Ach komm schon! Dafür hast du so einen Teil nochmal kaputt gemacht. Ja, trotzdem. Das müssen wir jetzt auch nichts mehr. Der eine kriege ich noch. Oh ne, kriege ich noch. Scheiße. Aber es läuft ganz gut. Ich muss jetzt nur verdammt nochmal treffen. Nein! Mann, wie soll ich das denn überhaupt machen? Ich schlitt doch an Down wie so ein Hurensohn. Ja, stimmt doch! Also deine Wortwahl ist echt grandios. Ich weiß. Echt flach. Ich glaube, die ist zu langsam. Ernsthaft auf dich, ist nicht gekommen. Boah mein Gott, entweder ich bin so langsam oder ich bin. Ja, hau hier eine rein! So, dummes Kind. Ich war gerade eben mit dem Bild los. Ist immer so. Ah ja, Schnauze jetzt! Oh Gott. Oh, das wird nervig. Oh, viel ja. Glück. Oh, das ist jetzt sehr nervig. Ha, Vollidioten treffen wir alle nicht. Au! Scheiße! Komm! Nein! Du triffst die nicht. Oh nein. Aber weg ist das Herz. Ja, wo? Hier. Ich mag die einfach nicht. Die ist nervig, ne? Endlich mal ein schwieriger Bossgegner. Und du sagst es noch, die ist einfach. Ja, ich weiß. Und coole Bossmucke. Nein! Aber zwei Herzen. Ja, trotzdem. Du bist wieder full life. Ich kenn die gar nichts. Okay, doch, wenn sie was. Ah, nur noch eine ist übrig, das reicht. Ja, komm. Jawoll! Was für eine Bitch. Warum ist eigentlich immer so drei Hits voll normal bei den Gegnern? Keine Ahnung. Wie
sollten einfach mal etwas schwächer machen und dafür mal mehr Hits. Ja, ich weiß. Das wäre viel spannender und so cooler. Ja, tot! Nein! Ja! Glück gehabt. Boah, Alter, jetzt muss ich mir erstmal kratzen. Die Sau ist tot. Die hat sich gewehrt, aber... Aber frag nicht mir. Ganz schön hart. Und die Dreckspiegelscherbe. Bam, bam, bam. Komm gleich mit die epische Mucke, wenn du es bekommst. Was? Zwei Spiegelscherben schon? Okay. Das erste Mal, wo es ja wirklich Mitgefühl zeigt. Siehst du, die bringen Menschen um. Ja. Warte mal. Ich hätte gesagt, dass es ein Mensch ist. What the fuck? Ist doch egal. Ich sag einfach mal gar nichts mehr. Ach, Mello, doch nicht. Alter, sind die creepy. So cheated, man. Ja. Oh, Herzcontainer, den hol ich mir sofort. Ernsthaft, ich dachte jetzt, der bleibt da liegen. Oh, Valentinstag. Valentinstag ist ja am 2. Februar, kann es sein? Ja, irgendwann im Februar auf jeden Fall, aber wann genau? Keine Ahnung. Oh, das hätten wir am 2. Februar bringen sollen. Tja, Zeit wäre noch, Mister. Ja, egal. Ja, nichts vergessen. Okay, dann war's das mit dem Dämbel, würde ich sagen. Ich speichere nachher mal schnell ab und dann machen wir Schluss. Aber erstmal noch gucken, was jetzt überhaupt kommt. So viel Zeit haben wir noch. Ja, genau. Aber ich fand, das war jetzt auch wieder verdammt kurz. Ja. Ist das in die Tempel so kurz? Ungefähr 1,5 Stunden. Beziehungsweise mit dem Rätsel, was wir verkackt haben. Okay, das Rätsel, die Offline-Zeit mitgezählt, war sogar noch kürzer, wie der erste Dungeon und so weiter, das weiß. Ja. Und er hatte nur... Oh ja, ja. Tja, wenn wir das Rätsel mitgenommen hätten, wäre es fast 2 Stunden geworden. Ja, aber trotzdem auch nicht mehr bei der dritte Dungeon. Ich spare auch einfach nochmal. Okay, dann danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.